Verschwindet! Opa? Ich hab gesagt, verschwindet! Alle miteinander! Opa, ich bin's, Paul! Ah, du bist Paul! Ich hab gedacht, es ist wieder einer von diesen entsetzlichen Zeitungsverkäufern. Was denn für Zeitungsverkäufer? Komm rein, ich zeig dir den Schlamassel. Tja, hier, so. Willst du einen Kiosk aufmachen, Opa? Natürlich nicht, Paul. Ich kann mir das nur nicht erklären. Heute Morgen kam ein Postbote und sagte, ich hätte das hier bestellt. Da kam ein weiterer Austräger und sagte, ich hätte diese Zeitung bestellt. Da kam noch ein Austräger und sagte, ich hätte diese Zeitung bestellt. Diese Zeitung und diese Zeitung und diese Zeitung. Es war die reinste Invasion. Und warum hast du so viele Zeitschriften bestellt? Das ist es ja, Paul. Ich habe sie gar nicht bestellt. Also Opa, entweder hat sich die ganze Welt gegen dich verschworen. Ja, genau das ist es. Oder du warst einfach total verpeilt und hast dir 100 Abos gleichzeitig aufschwatzen lassen. Paul, ich weiß jetzt nicht, wovon du redest. Opa? Na gut. Also, vor ein paar Tagen, da stand hier ein Kerl vor meiner Tür. Und ich hatte einfach gar keine Zeit und der wollte nicht weggehen. Da habe ich irgendwas unterschrieben, damit er endlich abhaut. Na, was hätte ich denn tun sollen? Die Polizei holen? Also ich finde, du solltest endlich deinen Roboter machen und fertig bauen. Der hätte den Typen sicher verjagt. Paul, ich habe keine Zeit für solche Spielereien. Das, was wichtig ist, das ist die Zeitmaschine. Und ich glaube, ich habe den entscheidenden Fehler gefunden. Wollen wir es gleich mal ausprobieren? Okay. Ja, und los geht's. So. Und jetzt fertig. Hölle. Also, nach Zukunft sieht der auch nicht aus. Was denn? 1534, immerhin kein spätes Mittelalter. Wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Direkt durch die Zeit ins 21. Jahrhundert. Ich bin Paul und das ist mein Opa Max. Wer bist du? Karl Brettschneider. Zu euren Diensten, edle Herren. Möchtet ihr vielleicht Bücher kaufen? Ablassbriefe, Flugblätter? Raus! Raus aus meinem Haus! Das ist wohl kein Freund des geschriebenen Wortes. Heute jedenfalls nicht. Aber vielleicht der junge Herr. Ich hätte hier zum Beispiel einen druckfrischen Ablassbrief. Für nur einen Gulden ist der deiner. Was ist ein Ablassbrief? Du weißt nicht, was ein Ablassbrief ist. Also nehmen wir einmal an, du hast deinem Großvater Geld gestohlen. Sowas würde ich doch nie machen. Ja, oder irgendeine andere Missetat. Du kaufst einfach dieses Pergament hier und schon wird dir deine Sünde vergeben. Wer vergibt mir denn die Sünde? Der Papst höchstpersönlich. Das ist doch Betrug. Also spricht man doch nicht über den Heiligen Vater. Dann eben heiliger Betrug. Also ich nenne es eine famose Geschäftsidee. So finanziert er sich den Bau seiner Petruskirche in Rom. Und die Leute kaufen diese Zettel? Ablassbriefe. Naja, zunächst schon. Rom im Jahre 1515. Papst Leo X. lässt es sich gut gehen. Von Bescheidenheit und Frömmigkeit ist bei dem Oberhaupt, also dem Chef der Kirche, nicht viel zu spüren. Geboren unter dem Namen Giovanni, gehört er zu der reichen und wichtigen Kaufmannsfamilie der Medici, die über die Stadt Florenz herrscht. Dass er in der Kirche Karriere macht, hat bereits sein Vater so festgelegt. Durch dessen Einfluss und Macht wird Giovanni Kardinal und schließlich sogar Papst. Leo X. nennt er sich. Der Papst und die Kirche sind zu dieser Zeit mächtiger als alle Könige, sogar als der Kaiser. Und das will Leo X. auch zeigen. Er lässt sich von bekannten Künstlern wie dem berühmten Maler und Architekten Raphael porträtieren. Sein Palast in Rom, dem Zentrum der Kirche, ist voller teurer Kunstwerke. Doch Kunst ist nicht die einzige Leidenschaft von Papst Leo. Er will sich, genau wie die wohlhabenden Familien in Rom, amüsieren, liebt Gauklervorführungen. Gleichzeitig will er die Macht des Papstes und der Kirche stärken.
Und nichts ist dafür besser geeignet, als den Menschen Prunk und damit die Macht der Kirche vor Augen zu führen. Mit gigantischen Projekten, wie zum Beispiel dem Petersdom in Rom, dessen Bau Unmengen an Geld verschlingt. Oder auch mit verschwenderischen Festen, auf denen sich die hohen Kirchenmänner und die feine Gesellschaft vergnügen. Um zu zeigen, dass Geld keine Rolle spielt, werden goldene Teller und Becher nach solchen Festen einfach in den Fluss geschmissen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Wer zu viel verschwendet, steht irgendwann mit leeren Taschen da. Die Geldvorräte, auch in der päpstlichen Kasse, werden knapper. Da hilft es auch nicht, wenn die feinen Herrschaften das goldene Geschirr am nächsten Tag heimlich wieder aus dem Fluss fischen lassen. Doch Papst Leo hat die rettende Idee für seine Geldprobleme. Mehr Ablassbriefe. Das heißt, die Menschheit soll sich durch den vermehrten Kauf solcher Briefe von ihren Sünden freikaufen. Nach dem Motto, für jede Sünde, also für falsches Handeln, kaufe einen Brief und Gott vergibt dir. Und die tiefgläubige Menschheit kauft sich von ihren Sünden frei. Sie spült damit jede Menge Geld in die päpstlichen Kassen. Und sichert so dem Papst und den hohen Kirchenmännern Reichtum und Wohlstand. Nee, also das kaufe ich nicht. Erstmal würde ich meinem Opa nie Geld klauen. Und selbst wenn, würde ich einfach hingehen und mich bei ihm entschuldigen. Ich glaube nicht, dass der Papst heute noch so was Beknacktes verkauft. Oh, schade. Also wenn ich ehrlich bin, läuft das Geschäft mit den Ablassbriefen auch nicht mehr so gut. Aber was soll ich machen? Ich habe noch Restbestände und 10 Kinder zu ernähren. Aber wenn du Ablassbriefe, wie sagtest du eben, beknackt findest, dann habe ich hier genau das Richtige für dich. 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Ja, geschrieben von Martin Luther höchstpersönlich. In diesem Dokument steht alles drin, was dich an Ablassbriefen schon immer geärgert hat. Kostet auch nur einen Gulden. Martin Luther, ich glaube, den kenne ich. Der berühmteste Bürger Wittenbergs, meiner geliebten Heimatstadt. Bevor Martin Luther die Kirche reformierte, war er selbst Mönch. Ein Mönch, der den Ablasshandel genauso beknackt fand wie du. Martin Luther, zunächst Mönch, später Priester im Orden der Augustiner. Er hat von der Kirche in Rom wirklich die Nase voll. Schon als junger Mann hatte Luther die heilige Stadt Rom besucht. Und was er sah, hatte sein Vertrauen in Papst und Kirche erschüttert. Sie kümmerten sich nicht um die vielen Menschen, die in großer Armut lebten. Sie dachten an sich, an ihren Reichtum und ihr Vergnügen. Luther beginnt, an Papst und Kirche zu zweifeln. Voller Wut betrachtet er das Treiben der feinen Gesellschaft und der hohen Kirchenmänner. Selbstherrlich und verschwenderisch. Nicht, wie es sich in Luthers Augen für gute Vorbilder gehört. Und als Papst Leo XI. Beschließt, mehr Ablassbriefe zu verkaufen, um noch mehr Geld in die päpstliche Kasse zu spülen, platzt ihm, mittlerweile Dr. Martin Luther, endgültig der Kragen. Empört redet er vor den Menschen auf der Kirchenkanzel und zornig verfasst er Schriften zum Ablasshandel. Denn das, was der Papst und seine Kirchenmänner machen, hat in seinen Augen nichts mit Gott zu tun. Einen Mahnbrief des Papstes verbrennt er. Luthers Überzeugung, nur wer falsches Verhalten tief bereut, dem vergibt Gott. "95 Thesen", also klar formulierte Sätze gegen den Ablasshandel und gegen das Verhalten des Papstes und der Kirchenleute in Rom, schreibt er auf und nagelt sie am 31. Oktober 1517 in der Stadt Wittenberg an die große Tür der Schlosskirche. Seine Meinung findet unter den Menschen viel Anerkennung. Und damit wird er zu einem ernstzunehmenden Gegner des Papstes und der Kirche. Ich finde, Martin Luther hatte schon recht, an der Kirche rumzumeckern. Ja, genau. Nur ein Gulden und die 95 Thesen gehören dir. Nein, danke. Heute macht der Papst ja sowas nicht mehr. Ja, beknackt. Also, ich glaube, du hast es mit dem beknackt noch nicht so gut verstanden. Lass mich lieber mal selbst was aussuchen. Bitte? Das
sieht ja toll aus. Gib das sofort wieder her. Wieso? Ich dachte, du wolltest mir was verkaufen. Ja, alles andere schon, aber das ist unverkäuflich. Warum? Was ist denn darin so besonders? Das ist eins der ersten Bücher, die jemals gedruckt wurden. Gibt's auch unbedruckte Bücher? Nein. Mit lauter leeren Seiten oder was? Nein, aber bevor es dieses Buch gab, musste alles noch per Hand geschrieben werden. Und so ein Schreiber benötigte bis zu 3 Jahren, um so ein Buch abzuschreiben. 3 Jahre? Das war vielleicht mal beknackt. Und so ein Buch kostet dann so viel wie ein ganzes Haus. Ganz schlecht fürs Geschäft. Aber dann kam Johannes Gutenberg und hat einfach den Buchdruck erfunden. Das war noch ein paar Jahre vor den 95 Thesen von Martin Luther. Seine Erfindung, die Druckmaschine, gilt als eine der bedeutendsten der Menschheit. Allerdings wissen wir nicht allzu viel über Johannes Gänsfleisch, genannt Gutenberg. Nicht mal, wie er genau aussah. Klar ist, er wird um 1400 in Mainz geboren und wächst dort auch auf. Bereits als Kind interessieren ihn verschiedene Handwerksberufe. Gerne beobachtet er die Handwerksmeister bei ihrer Arbeit. Wegen eines Streits um den Hof der Familie müssen die Gutenbergs Mainz verlassen und ziehen in das kleine Dorf Eltville, aus dem Gutenbergs Mutter kommt. Er besucht eine Klosterschule und vermutlich studiert er später in der Stadt Erfurt. Sicher ist das jedoch nicht. Als junger Mann geht Gutenberg dann nach Straßburg. Heute gehen Forscher davon aus, dass er bereits dort mit der Arbeit an seiner Erfindung der Druckmaschine begonnen hat. Wie weit er mit seiner Planung damals gekommen ist, weiß allerdings niemand. Viele Jahre später kehrt er nach Mainz zurück und arbeitet weiter an seiner Idee. Vor seiner Erfindung wurden alle Texte und Bücher per Hand abgeschrieben. In den Schreibstuben der Klöster arbeiteten die Mönche oft jahrelang an Abschriften der Bibel. Bis zu 3 Jahren benötigte ein Mönch für eine Bibelabschrift. Die Werke einzigartig, aber auch fast unbezahlbar. Doch dann kommt Gutenbergs revolutionäre Erfindung, die Druckmaschine, auch Presse genannt. Bis seine Pläne Wirklichkeit werden, muss Gutenberg allerdings viel Geduld haben und harte Überzeugungsarbeit leisten. Denn er braucht einen Geldgeber, jemand, der ihm Geld für den Bau seiner Maschine leiht. In Johannes Fust findet er ihn schließlich und Gutenberg richtet seine Druckwerkstatt ein. Bewegliche Metallbuchstaben, Lettern genannt, werden in Platten eingepasst und mit Farbe bestäubt. Darauf wird anschließend Papier gepresst. Mit dieser Technik ist eine schnelle und relativ günstige Vervielfältigung von Texten möglich. Gutenberg ist ein tiefgläubiger Mensch und er hat sich ein großes Ziel gesetzt. Er will die Bibel drucken. 180 Stück druckt Gutenberg innerhalb von 3 Jahren. Jeder Druck wird anschließend noch durch Handarbeit verziert und so einzigartig gemacht. Und sogar heute gibt es noch viele Exemplare dieser ersten Bibeldrucke. Gutenberg wäre sicher stolz auf sein Lebenswerk, wenn er sehen könnte, was seine Erfindung geleistet hat. Es ist sein Verdienst, dass wir heute Bücher und Zeitungen haben. Sie sind die Grundsteine für Wissen und Informationen. Das hier ist so eine Bibel von Johannes Gutenberg? Ja, genau. Und das einzige Buch, das ich niemals verkaufen würde. Außerdem sprichst du Latein? Nicht wirklich. Siehst du, da könntest du es überhaupt nicht lesen. Aber im Internet verkaufen. Hä? Ach, nichts. Hier. Außerdem ist diese Bibel schon ganz schön alt. Hier, die ist neu und auf Deutsch. Übersetzt von Martin Luther persönlich. Nur 3 Gulden und ich leg die 95 Thesen oben drauf. Das heißt, die Geschichte von Martin Luther war mit den 95 Thesen noch nicht vorbei? Nein, noch lange nicht. Der Papst fand mindestens 96 Gründe gegen die 95 Thesen von Martin Luther und wollte ihn zum Schweigen bringen. Doch der dachte überhaupt nicht daran zu schweigen. Luther auf dem Weg in die Stadt Worms. Dort treffen sich auf dem sogenannten Reichstag Kaiser und Fürsten, um wichtige Entscheidungen zu treffen. In Luthers Fall ist dieses Treffen so etwas Ähnliches wie ein Gerichtsprozess. Für ihn geht es um alles. Er hat das Land gespalten.
Für viele Menschen, für die Kirchenleute in Rom, für den Kaiser und für viele Fürsten, ist er ein Ketzer, also ein Verräter an Gott. Luther zweifelt an den Worten und den Entscheidungen des Papstes. Und das darf ihrer Meinung nach nicht sein. Viele andere Menschen verehren ihn und stehen auf seiner Seite. Die Kirche soll den Menschen Gottes Wort vermitteln, nicht Geld einsacken. Der Auftritt vor dem Reichstag. Die Kirche fordert: Widerrufe, nimm alles zurück, was du gegen Kirche und Papst geschrieben und gesagt hast. Wir sind hier versammelt, um Einhalt zu gebieten den gotteslästerlichen Lügen des Dr. Martin Luther aus Wittenberg. Mit ketzerischem Eifer hat er das Urteil der Päpste in Zweifel gezogen. In seinen Schriften hat er die Autorität der Kirche bestritten und dadurch die Einheit der Christen zerstört. Martin Luther, bist du bereit, deine Lügen und Irrtümer hier und jetzt zu widerrufen? Niemand kann bestreiten, dass der Papst das Gewissen der Gläubigen aufs Äußerste beschwert hat. Und dass er auch die Güter der deutschen Nation mit unglaublicher Tyrannei verschlingt und erschöpft. Wenn ich dies widerrufen würde, so würde ich nichts anderes tun, als dieser Tyrannei Tür und Tor zu öffnen. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Gott helf mir. Amen. Obwohl einzelne Landesherren und Fürsten sich für Luther einsetzen, erklärt der französischsprachige Kaiser Karl V. ihn zum Feind der Kirche und des Reiches. Verstehst du, was er sagt? Man muss kein Französisch verstehen, um zu wissen, dass er Luther an den Kragen will. Bist du seinetwegen in Sorge? Was immer der Kaiser auch vorhat, es kann nur auf eines hinauslaufen. Er will Luther brennen sehen. Dazu muss er ihn erst einmal haben. Luther wird ein Gejagter. Auf der Flucht vor den Soldaten des Kaisers ein Überfall. Was war das? Jäger? Sicher. Ich weiß, auf wen sie jagen. Nun geh, dich wollen sie nicht. Luther wird entführt, aber nur zum Schein. Denn so gelingt es Kurfürst Friedrich von Sachsen, einem Anhänger Luthers, ihn in Sicherheit zu bringen. Fast ein ganzes Jahr lebt Luther nun versteckt als Junker Jörg auf der Wartburg. Er beginnt, die Bibel vom Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen, in die Sprache des Volkes. Dabei geht es ihm nicht um die wörtliche Übersetzung, sondern er will, dass die Menschen die Bibel, ihre Aussagen und Geschichten verstehen. Er schreibt in einer Sprache, die verschiedene Dialekte miteinander verbindet und schafft damit zum ersten Mal eine gemeinsame Sprache der Deutschen. Diese erste Bibel für das Volk findet durch den Buchdruck rasche Verbreitung. Öffentlich wird daraus vorgelesen.
denn nur ganz wenige Menschen können überhaupt lesen. Wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach: Wahrlich, ich sage euch. Dieser arme Jünger zu sich und sprach: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle anderen, die etwas eingelegt haben. Nach fast einem Jahr verlässt Luther die Wartburg und setzt seinen Kampf gegen den Papst und einige kirchliche Regeln öffentlich fort. Zum Beispiel wendet er sich dagegen, dass Kirchenmänner nicht heiraten dürfen, sondern ihr Leben ausschließlich der Kirche widmen sollen. Es sieht schlecht aus. Luther selbst heiratet eine ehemalige Nonne, Katharina von Bora. Die beiden gründen eine Familie. Luthers Anhänger sind mittlerweile nicht mehr zu zählen und es werden mehr und mehr. Schließlich fordern sie, im Sinne der Glaubensfreiheit anerkannt zu werden. Einige Zeit dulden der Kaiser und die römische Kirche diese Abspaltung. Doch dann droht der Kaiser mit Gewalt. Seine Majestät fürchtet den Krieg nicht und er gibt euch 6 Monate Zeit. Sonst werden die Landsknechte Frieden stiften. Den Anhängern Luthers droht nun also der Krieg. Wut und Enttäuschung über diese Haltung sind groß. Sie protestieren. Seit diesem Tag heißen sie Protestanten. Ganz schön mutig, der Martin. Aber ich habe schon eine Bibel. Aus Rally. Rally? Ist das etwa in Italien? Nein, in der Schule. Ah. Hey, was ist denn das? Ach, keine Ahnung. Irgend so ein Gekritzel von einem verrückten Italiener. Das muss ich unbedingt meinem Opa zeigen. 5 Gulden, mein letztes Angebot. Boah, wie oft muss ich das noch erklären? Wir haben keine Gulden. Ja, dann eben Goldstücke. Uff, auch keine Goldstücke. Wir haben keine Gulden, keine Taler, keine Kronen, keine Kreuzer, auch keine Heller und Pfennige. Wir haben Euro. Euro. Eure beknackten Euro nehme ich nicht. Dann behalte ich die Zeichnung eben selbst. Paul, nun hilf mir doch. Diese Zeichnung muss ich unbedingt haben und seine Zeit läuft gleich ab. Vielleicht können wir ja tauschen. Tauschen? Hm? Ja. Mhm. Karl, wärst du vielleicht interessiert an dieser gar nicht beknackten Zeitschrift aus dem 21. Jahrhundert? Oh, so viele bunte Bilder. Und die wollt ihr mir alle geben für nur ein Stück Pergament? Ja, und nicht nur das. Oh. Bitte. Oh, vielen Dank, ihr seid wirklich zu großzügig. Wenn du schon dabei bist, nimm doch einfach alle. Ja, und hier. So, bitte. Mal viel Erfolg beim Verkaufen. Verkaufen? Hiermit kann ich mich zur Ruhe setzen. Was glaubst du, was er mit den ganzen Zeitschriften anfängt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich halten ihn da alle für verrückt. Was soll diese Zeichnung da genau darstellen? Paul, das ist die Erfindung des Hubschraubers von Leonardo da Vinci. Der wahrscheinlich größte Erfinder aller Zeiten. Ach, einen Gefallen, Paul. Den müsstest du mir noch tun. Mama verklickern, dass sie die Zeitschriftenabos für dich abbestellt. Mhm. Wird erledigt. Sie denkt sicher, ihr alter Vater ist jetzt völlig beknackt. Ach, Opa macht hier nichts draus. Das dachte sie auch schon vorher. Christina. Er hat von der Kirche in Rom wirklich die Nase voll. Schon als junger Mann hatte Luther die heilige Stadt Rom besucht. Und was er sah, hatte sein Vertrauen in Papst und Kirche erschüttert. Sie kümmerten sich nicht um die vielen Menschen, die in großer Armut lebten. Sie dachten an sich, an ihren Reichtum und ihr Vergnügen. Luther beginnt, an Papst und Kirche zu zweifeln. Voller Wut betrachtet er das Treiben der feinen Gesellschaft und der hohen Kirchenmänner. Selbstherrlich und verschwenderisch. Nicht, wie es sich in Luthers Augen für gute Vorbilder gehört.
Und als Papst Leo X. beschließt, mehr Ablassbriefe zu verkaufen, um noch mehr Geld in die päpstliche Kasse zu spülen, platzt ihm, mittlerweile Dr. Martin Luther, endgültig der Kragen. Empört redet er vor den Menschen auf der Kirchenkanzel und zornig verfasst er Schriften zum Ablasshandel. Denn das, was der Papst und seine Kirchenmänner machen, hat in seinen Augen nichts mit Gott zu tun. Einen Mahnbrief des Papstes verbrennt er. Luthers Überzeugung, nur wer falsches Verhalten tief bereut, dem vergibt Gott. "95 Thesen", also klar formulierte Sätze gegen den Ablasshandel und gegen das Verhalten des Papstes und der Kirchenleute in Rom, schreibt er auf und nagelt sie am 31. Oktober 1517 in der Stadt Wittenberg an die große Tür der Schlosskirche. Seine Meinung findet unter den Menschen viel Anerkennung und damit wird er zu einem ernstzunehmenden Gegner des Papstes und der Kirche. Ich finde, Martin Luther hatte schon recht, an der Kirche rumzumeckern. Ja, genau. Nur ein Gulden und die 95 Thesen gehören dir. Nein, danke. Heute macht der Papst ja sowas nicht mehr. Na, beknackt. Also, ich glaube, du hast es mit dem beknackt noch nicht so gut verstanden. Lass mich lieber mal selbst was aussuchen. Bitte? Das sieht ja toll aus. Gib das sofort wieder her. Wieso? Ich dachte, du wolltest mir was verkaufen. Ja, alles andere schon, aber das ist unverkäuflich. Warum? Was ist denn darin so besonders? Das ist eins der ersten Bücher, die jemals gedruckt wurden. Gibt's auch unbedruckte Bücher? Nein. Mit lauter leeren Seiten oder was? Nein, aber bevor es dieses Buch gab, musste alles noch per Hand geschrieben werden. Und so ein Schreiber benötigte bis zu 3 Jahren, um so ein Buch abzuschreiben. 3 Jahre? Das war vielleicht mal beknackt. Und so ein Buch kostet dann so viel wie ein ganzes Haus. Ganz schlecht fürs Geschäft. Aber dann kam Johannes Gutenberg und hat einfach den Buchdruck erfunden. Das war noch ein paar Jahre vor den 95 Thesen von Martin Luther. Seine Erfindung, die Druckmaschine, gilt als eine der bedeutendsten der Menschheit. Allerdings wissen wir nicht allzu viel über Johannes Gänsfleisch, genannt Gutenberg. Nicht mal, wie er genau aussah. Klar ist, er wird um 1400 in Mainz geboren. Mit ketzerischem Eifer hat er das Urteil der Päpste in Zweifel gezogen. In seinen Schriften hat er die Autorität der Kirche bestritten und dadurch die Einheit der Christen zerstört. Martin Luther, bist du bereit, deine Lügen und Irrtümer hier und jetzt zu widerrufen? Niemand kann bestreiten, dass der Papst das Gewissen der Gläubigen aufs Äußerste beschwert hat. Und dass er auch die Güter der deutschen Nation mit unglaublicher Tyrannei verschlingt und erschöpft. Wenn ich dies widerrufen würde, so würde ich nichts anderes tun, als dieser Tyrannei Tür und Tor zu öffnen. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Gott helf mir. Amen. Obwohl einzelne Landesherren und Fürsten sich für Luther einsetzen, erklärt der französischsprachige Kaiser Karl V. ihn zum Feind der Kirche und des Reiches. Verstehst du, was er sagt? Man muss kein Französisch verstehen, um zu wissen, dass er Luther an den Kragen will. Bist du seinetwegen in Sorge? Fils fidèle de l'Église romaine. Was immer der Kaiser auch vorhat, es kann nur auf eines hinauslaufen. Er will Luther brennen sehen. Dazu muss er ihn erst einmal haben. Luther wird ein Gejagter. Auf der Flucht vor den Soldaten des Kaisers ein Überfall. Was war das? Jäger?
Sicher. Ich weiß, auf wen Sie jagen. Nun geh. Dich wollen Sie nicht. Martin Luther die Kirche reformierte, war er selbst Mönch. Ein Mönch, der den Ablasshandel genauso beknackt fand wie du. Martin Luther, zunächst Mönch, später Priester im Orden der Augustiner. Er hat von der Kirche in Rom wirklich die Nase voll. Schon als junger Mann hatte Luther die heilige Stadt Rom besucht. Und was er sah, hatte sein Vertrauen in Papst und Kirche erschüttert. Sie kümmerten sich nicht um die vielen Menschen, die in großer Armut lebten. Sie dachten an sich, an ihren Reichtum und ihr Vergnügen. Luther beginnt, an Papst und Kirche zu zweifeln. Voller Wut betrachtet er das Treiben der feinen Gesellschaft und der hohen Kirchenmänner. Selbstherrlich und verschwenderisch. Nicht, wie es sich in Luthers Augen für gute Vorbilder gehört. Und als Papst Leo X. beschließt, mehr Ablassbriefe zu verkaufen, um noch mehr Geld in die päpstliche Kasse zu spülen, platzt ihm, mittlerweile Dr. Martin Luther, endgültig der Kragen. Empört redet er vor den Menschen auf der Kirchenkanzel und zornig verfasst er Schriften zum Ablasshandel. Denn das, was der Papst und seine Kirchenmänner machen, hat in seinen Augen nichts mit Gott zu tun. Einen Mahnbrief des Papstes verbrennt er. Luthers Überzeugung, nur wer falsches Verhalten tief bereut, dem vergibt Gott. Thesen, also klar formulierte Sätze gegen den Ablasshandel und gegen das Verhalten des Papstes und der Kirchenleute in Rom, schreibt er auf und nagelt sie am 31. Oktober 1517 in der Stadt Wittenberg an die große Tür der Schlosskirche. Seine Meinung findet unter den Menschen viel Anerkennung. Und damit wird er zu einem ernstzunehmenden Gegner des Papstes und der Kirche. Ich finde, Martin Luther hatte schon recht, an der Kirche rumzumeckern. Ja, genau. Nur ein Gulden und die 95 Thesen gehören dir. Nein, danke. Heute macht der Papst ja sowas nicht mehr. Ja, beknackt. Also, ich glaube, du hast es mit dem beknackt noch nicht so gut verstanden. Lass mich lieber mal selbst was aussuchen. Bitte? Das sieht ja toll aus. Gib das sofort wieder her. Wieso? Ich dachte, du wolltest mir was verkaufen. Ja, alles andere schon, aber das ist unverkäuflich. Warum? Was ist denn darin so besonders? Das ist eins der ersten Bücher, die jemals gedruckt wurden. Gibt's auch unbedruckte Bücher? Nein. Mit lauter leeren Seiten oder was? Nein, aber bevor es dieses Buch gab, musste alles noch per Hand geschrieben werden. Und so ein Schreiber benötigte bis zu 3 Jahren, um so ein Buch abzuschreiben. 3 Jahre? Das war vielleicht mal beknackt. Und so ein Buch kostet dann so viel wie ein ganzes Haus. Ganz schlecht fürs Geschäft. Aber dann kam Johannes Gutenberg und hat einfach den Buchdruck erfunden. Das war noch ein paar Jahre vor den 95 Thesen von Martin Luther. Seine Erfindung, die Druckmaschine, gilt als eine der gehört er zu der reichen und wichtigen Kaufmannsfamilie der Medici, die über die Stadt Florenz herrscht. Dass er in der Kirche Karriere macht, hat bereits sein Vater so festgelegt. Durch dessen Einfluss und Macht wird Giovanni Kardinal und schließlich sogar Papst. Leo X. nennt er sich. Der Papst und die Kirche sind zu dieser Zeit mächtiger als alle Könige, sogar als der Kaiser. Und das will Leo X. auch zeigen. Er lässt sich von bekannten Künstlern wie dem berühmten Maler und Architekten Raphael porträtieren. Sein Palast in Rom, dem Zentrum der Kirche, ist voller teurer Kunstwerke. Doch Kunst ist nicht die einzige Leidenschaft von Papst Leo. Er will sich, genau wie die wohlhabenden Familien in Rom, amüsieren, liebt Gauklervorführungen. Gleichzeitig will er die Macht des Papstes und der Kirche stärken. Und nichts ist dafür besser geeignet, als den Menschen Prunk und damit die Macht der Kirche vor Augen zu führen. Mit gigantischen Projekten, wie zum Beispiel dem Petersdom in Rom, dessen Bau Unmengen an Geld verschlingt. Oder auch mit verschwenderischen Festen, auf denen sich die hohen Kirchenmänner und die feine Gesellschaft vergnügen.
Um zu zeigen, dass Geld keine Rolle spielt, werden goldene Teller und Becher nach solchen Festen einfach in den Fluss geschmissen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Wer zu viel verschwendet, steht irgendwann mit leeren Taschen da. Die Geldvorräte, auch in der päpstlichen Kasse, werden knapper. Da hilft es auch nicht, wenn die feinen Herrschaften das goldene Geschirr am nächsten Tag heimlich wieder aus dem Fluss fischen lassen. Doch Papst Leo hat die rettende Idee für seine Geldprobleme. Mehr Ablassbriefe. Das heißt, die Menschheit soll sich durch den vermehrten Kauf solcher Briefe von ihren Sünden freikaufen. Nach dem Motto, für jede Sünde, also für falsches Handeln, kaufe einen Brief und Gott vergibt dir. Und die tiefgläubige Menschheit kauft sich von ihren Sünden frei. Sie spült damit jede Menge Geld in die päpstlichen Kassen und sichert so dem Papst und den hohen Kirchenmännern Reichtum und Wohlstand. Nee, also das kaufe ich nicht. Erstmal würde ich meinem Opa nie Geld klauen. Und selbst wenn, würde ich einfach hingehen und mich bei ihm entschuldigen. Ich glaube nicht, dass der Papst heute noch so was Beknacktes verkauft. Oh, schade. Also wenn ich ehrlich bin, läuft das Geschäft mit den Ablassbriefen auch nicht mehr. Luther wird entführt, aber nur zum Schein. Denn so gelingt es Kurfürst Friedrich von Sachsen, einem Anhänger Luthers, ihn in Sicherheit zu bringen. Fast ein ganzes Jahr lebt Luther nun versteckt als Junker Jörg auf der Wartburg. Er beginnt, die Bibel vom Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen, in die Sprache des Volkes. Dabei geht es ihm nicht um die wörtliche Übersetzung, sondern er will, dass die Menschen die Bibel, ihre Aussagen und Geschichten verstehen. Er schreibt in einer Sprache, die verschiedene Dialekte miteinander verbindet und schafft damit zum ersten Mal eine gemeinsame Sprache der Deutschen. Diese erste Bibel für das Volk findet durch den Buchdruck rasche Verbreitung. Öffentlich wird daraus vorgelesen. Denn nur ganz wenige Menschen können überhaupt lesen. Wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach, wahrlich, ich sage euch. Dieser arme Jünger zu sich und sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle anderen, die etwas eingelegt haben. Nach fast einem Jahr verlässt Luther die Wartburg und setzt seinen Kampf gegen den Papst und einige kirchliche Regeln öffentlich fort. Zum Beispiel wendet er sich dagegen, dass Kirchenmänner nicht heiraten dürfen, sondern ihr Leben ausschließlich der Kirche widmen sollen. Es sieht schlecht aus. Luther selbst heiratet eine ehemalige Nonne, Katharina von Bora. Die beiden gründen eine Familie. Luthers Anhänger sind mittlerweile nicht mehr zu zählen und es werden mehr und mehr. Schließlich fordern sie, im Sinne der Glaubensfreiheit anerkannt zu werden. Einige Zeit dulden der Kaiser und die römische Kirche diese Abspaltung. Doch dann droht der Kaiser mit Gewalt. Seine Majestät fürchtet den Krieg nicht und er gibt euch 6 Monate Zeit. Sonst werden die Landsknechte Frieden stiften. Den Anhängern Luthers droht nun also der Krieg. Wut und Enttäuschung über diese Haltung sind groß. Sie protestieren. Seit diesem Tag heißen sie Protestanten. Luther! Luther wird entführt. Aber nur zum Schein. Denn so gelingt es Kurfürst Friedrich von Sachsen, einem Anhänger Luthers, ihn in Sicherheit zu bringen. Fast ein ganzes Jahr lebt Luther nun versteckt als Junker Jörg auf der Wartburg. Er beginnt, die Bibel vom Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen, in die Sprache des Volkes.
Dabei geht es ihm nicht um die wörtliche Übersetzung, sondern er will, dass die Menschen die Bibel, ihre Aussagen und Geschichten verstehen. Er schreibt in einer Sprache, die verschiedene Dialekte miteinander verbindet und schafft damit zum ersten Mal eine gemeinsame Sprache der Deutschen. Diese erste Bibel für das Volk findet durch den Buchdruck rasche Verbreitung. Öffentlich wird daraus vorgelesen. Denn nur ganz wenige Menschen können überhaupt lesen. Wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach: Wahrlich, ich sage euch. Dieser arme Jünger zu sich und sprach: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle anderen, die etwas eingelegt haben. Nach fast einem Jahr verlässt Luther die Wartburg und setzt seinen Kampf gegen den Papst und einige kirchliche Regeln öffentlich fort. Zum Beispiel wendet er sich dagegen, dass Kirchenmänner nicht heiraten dürfen, sondern ihr Leben ausschließlich der Kirche widmen sollen. Es sieht schlecht aus. Luther selbst heiratet eine ehemalige Nonne, Katharina von Bora. Die beiden gründen eine Familie. Luthers Anhänger sind mittlerweile nicht mehr zu zählen und es werden mehr und mehr. Schließlich fordern sie, im Sinne der Glaubensfreiheit anerkannt zu werden. Einige Zeit dulden der Kaiser und die römische Kirche diese Abspaltung. Doch dann droht der Kaiser mit Gewalt. Seine Majestät fürchtet den Krieg nicht und er gibt euch 6 Monate Zeit. Sonst werden die Landsknechte Frieden stiften. Den Anhängern Luthers droht nun also der Krieg. Wut und Enttäuschung über diese Haltung sind groß. Sie protestieren. Seit diesem Tag heißen sie Protestanten. Ganz schön mutig, der Martin. Aber ich habe schon eine Bibel.